Da sind wir mit Nina. Du warst Teilnehmerin, du warst Mentorin, du bist Mentorin hier und bist in Konstanz im Gemeinderat, im Stadtrat und wirst uns jetzt erzählen, wie das ganze Jugendhack-Ding, das mit der Weltverbesserung und der Kommunalpolitik zusammenpasst. Genau, ich habe mir passend zum Motto mit Code die Umwelt verbessern den Talk ausgesucht, mit Politik die Umwelt verbessern, beziehungsweise mit kleinem Fragezeichen, geht das und wie geht das? Und wie kann man eigentlich in der Kommunalpolitik, das heißt die Politik auf der alleruntersten Ebene, wie kann man da so ein globales Problem wie den Klimawandel angehen? Ich bin darauf gekommen, hier diesen Vortrag zu halten, weil ich dieses Jahr in Konstanz, wie schon angekündigt, in den Gemeinderat gewählt worden bin und jetzt auf einem dieser fancy roten Stühle sitzen darf. Und total viele Leute aus dem Umfeld von JugendHackt haben mich angesprochen und gesagt, krass, wie und warum und wieso. Und da dachte ich, erzähle ich euch einfach mal die Story, wie es dazu gekommen ist, warum ich das gemacht habe und wie es jetzt so damit weitergeht. Genau, ich mache Kommunalpolitik in Konstanz und in Berlin muss man manchmal kurz erklären, wo Konstanz eigentlich ist. Und es ist so ganz am untersten Ende von Deutschland, wo man dann quasi schon fast in die Schweiz fällt. Genau, da ist es so eine kleine Stadt, 85.000 Einwohner, nicht ganz klein, aber auch noch keine Großstadt. Und darum geht's. Also meine Fragen für heute. Warum zur Hölle habe ich mich dazu entschieden, Kommunalpolitik machen zu wollen? Wie ist es so weit gekommen, dass ich das tatsächlich mache und wie geht es jetzt weiter? Genau das Warum ist ganz einfach. Ich habe leider nur ein sehr schlechtes Bild auf die Schnelle gefunden vom alten Gemeinderat, aber auch wenn es sehr pixelig ist, man sieht irgendwie, es sind hauptsächlich Menschen, die schon graue Haare haben und in einer Stadt, wo 40% der Bevölkerung unter 30 sind, weil es einfach eine Unistadt ist mit vielen Studenten, fühlt man sich da einfach nicht so gut repräsentiert, wenn alle Vertreter eigentlich schon eher Richtung Rentenalter sind. Nicht alle, aber so die wirklich jüngere Generation war zuletzt eigentlich kaum abgebildet. Und deshalb, das habe ich so gesehen und bin dann rausgegangen und habe mit vielen Leuten geredet und gesagt so, hey, ich fände es voll cool, wenn mehr junge Leute im der Kommunalpolitik wären und ich bin immer auf andere zugegangen und habe gesagt, wollt ihr das nicht machen oder wir müssen jemanden finden, der das macht. Und irgendwann ist es aber dann zu mir zurückgekommen und Leute haben gesagt, ja, aber warum machst du das nicht? Und ich dachte so, hä, ich? So, warum ich? Das passt ja nicht. Und nachdem ich dann länger drüber nachgedacht hatte und mehrere Leute gesagt haben, ja, mach du doch selber, habe ich dann irgendwann angefangen, ernsthaft zu denken, ja, warum eigentlich mache ich nicht selber so? Und dann hatte ich aber sehr viele Fragen, ob das passt, ob ich das kann, was das überhaupt bedeutet. Dann habe ich mich einfach mit einem, dem ehemals vor mir jüngsten Stadtrat in Konstanz zusammengesetzt zum Kaffee und wir haben sehr lange geredet und er hat mir erzählt, was er so macht und ob ich das mir zutraue oder nicht. Und irgendwann, nach einem sehr langen Nachdenkprozess, habe ich dann gesagt, okay, ich habe Bock, ich mache das jetzt. Und dann ist die Frage, wenn man Bock hat, wie macht man das? Wie kommt man in einen Gemeinderat rein? Also, ich habe mich entschieden, zur Freien Grünen Liste zu gehen. Also, das ist unsere grüne kommunalpolitische Vereinigung. Und die machen, um ihre Liste aufzustellen für die Wahl, eine Mitgliederversammlung, wo alle Mitglieder dieses quasi Vereins dann abstimmen dürfen, wer ihre Kandidaten sein werden. Also bin ich da hingegangen, hatte 2 Minuten Zeit vorzustellen, warum ich die beste Kommunalpolitikerin sein werde, die sie sich vorstellen können. Und kannte zwar schon einige, aber durchaus nicht alle in dieser Mitgliederversammlung, deshalb wusste ich auch echt nicht, wie das ausgehen wird. Und dann ist es so gelaufen, dass die Leute in der Mitgliederversammlung, die durften dann so ein Ranking machen auf einem Stimmzettel quasi und Punkte vergeben, wen sie am besten finden, zweitbesten und so weiter. Und dann hat
man musste quasi nicht direkt gegeneinander antreten, sondern es war so ein Ranking-Verfahren und der mit den meisten Punkten kommt dann den ersten Platz und den zweiten und so weiter. Und offensichtlich war die Mitgliederversammlung ein bisschen ähnlicher Meinung wie ich, dass es dringend mal junge Leute braucht, weil nach dieser Wahl mit diesen Papierzetteln und den Punkten war ich dann auf dem ersten Platz, was mich total schockiert hat, weil dann war ich plötzlich Spitzenkandidatin in einer Kommunalwahl und damit hatte ich mich auch wirklich noch nicht auseinandergesetzt, was das bedeutet. Genau, am Tag danach hat das erstmal bedeutet, dass ich meinen ersten Auftritt in einem lokalen Nazi-Blog hatte, was ich auch eigentlich nicht unbedingt erleben wollte. Genau, dann hat das natürlich Wahlkampf bedeutet, auf Flyer zu verteilen, auf Marktständen zu stehen und was eigentlich klingt total öde, aber es ist eine total spannende Sache, weil man einfach mal mit Leuten komplett außerhalb seiner Bubble über Politik redet auf einem Marktstand und auch echt mitbekommt, was Menschen so ein bisschen für skurrile Gedanken auch manchmal haben, die so aus ganz anderen Richtungen kommen, als man selber gewohnt ist. Also spannende Sache. Dazu gehört haben natürlich auch Podiumsdiskussionen. Das hier war explizit zum Klimaschutz. Das hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich das Thema mag. Und dann war es natürlich auch kein ganz normaler Wahlkampf, sondern der Wahlkampf wurde ein bisschen überschattet von krassen Demos in Konstanz. Und Konstanz ist echt nicht so eine Stadt, wo viel demonstriert wird oder groß demonstriert wird. Also wir sind so ein kleines Baden-Württemberger Städtchen, da geht nicht so viel normalerweise. Aber jetzt mit Fridays for Future ist in Konstanz doch sehr viel passiert und zum ersten Mal hatte man das Gefühl, dass junge Leute quasi in der Politik bei uns den Ton angeben, was wirklich beeindruckend ist. Dann kam die Sache mit dem Klimanotstand, also Fridays for Future Konstanz wollte, dass Konstanz den Klimanotstand ausruft, hat diese Resolution geschrieben, ist damit auf den Gemeinderat zugegangen, hat versucht, alle Fraktionen davon zu überzeugen, dass es jetzt Zeit ist, ganz dringend zu handeln und diese Resolution, ihr könnt sie jetzt nicht lesen, sollt ihr auch nicht, der wichtigste Punkt ist halt, dass alle Entscheidungen, die jetzt so getroffen werden in der Stadt, eben unter dem Klimaschutzaspekt betrachtet werden müssen und danach auch evaluiert werden müssen, ist das jetzt gut fürs Klima oder nicht. Ja, und dieses Bild ist so eins meiner Lieblingsbilder, weil es so für mich so beschreibt, wie die Welt plötzlich Kopf stand. Vorher hatten irgendwie junge Leute überhaupt gar keinen Zugang zur Stadtpolitik und hatten auch nicht irgendwie das Gefühl, da mitreden zu können. Und plötzlich haben alle mal auf die jungen Leute gehört und waren unsere Meinungen in den Medien, haben ja so einfach das politische Gespräch in der Stadt dominiert, was total ein ungewöhnlicher Zustand war, meiner Meinung nach. Genau, und dann mitten im Wahlkampf tatsächlich kam es dann auch zu der Abstimmung über den Klimanotstand in Konstanz und da sieht man jetzt so, das ist der Ratssaal von hinten und im Gemeinderatssaal ist man nicht gewohnt, dass da irgendwie überhaupt im Publikum junge Menschen sitzen. Plötzlich war der ganze Boden voll besetzt, weil es gar keine Sitzplätze mehr gab für so viele junge Menschen, die sehen wollten, wie ihre Politiker da entscheiden. Und das allein war einfach so ein Signal, dass da plötzlich junge Menschen sitzen und sagen, uns ist das wichtig und ihr müsst hier eine Entscheidung treffen, die uns ganz stark betrifft. Und nur dadurch kann man sich auch erklären, dass tatsächlich alle Fraktionen einstimmig dafür gestimmt haben, diesen Klimanotstand auszurufen mit CDU und Freien Wählern und allem drum und dran. Genau, also der Klimanotstand wurde ausgerufen. Was danach noch passiert, können wir später noch drüber reden. Genau, kurz danach war dann die Wahl und ja, für Grün sah es auch ziemlich gut aus, was natürlich mit daran liegt, dass das das Gesprächsthema Nummer eins der letzten Woche war. Wie machen wir jetzt endlich ganz schnell Klimaschutz? Und da müssen wir natürlich bei diesem krassen Wahlergebnis nicht nur auf unseren total coolen Wahlkampf verweisen, sondern natürlich auch all denen quasi Danke sagen, die auf der Straße Politik gemacht haben. Genau, was mich besonders
gefreut hat an diesem Wahlergebnis, ist nicht unbedingt das, also auch das sehr grünes Wahlergebnis ist, aber noch viel cooler fand ich, dass wir jetzt tatsächlich 6 junge Stadträtinnen unter 30 haben, 4 junge Frauen. Vorher gab es überhaupt keine jungen Frauen in der Kommunalpolitik. Und genau, jetzt sind wir 6 unter 30, 6 von 40, das ist schon mal echt eine Nummer und verändert das politische Geschäft tatsächlich ein bisschen. Genau, und mir ist auch aufgefallen, Politik machen und wirklich mal für eine Wahl kandidieren, ist eine krasse Achterbahnfahrt, weil man ja quasi so eine wichtige Lebensentscheidung, was mache ich die nächsten 5 Jahre, damit in die Hand von irgendwie 85.000 fremden Leuten gibt, die dann irgendwas ankreuzen und dich cool finden oder nicht. Und je nachdem stehst du nach der Wahl da und weißt nicht, was du tun sollst oder hast total viel Arbeit, aber eigentlich wüsstest du ja auch, was du wolltest. So, das kann für manche, bei dieser Wahl war es die SPDler, die unbedingt wieder in den Gemeinderat wollten, aber leider dann nicht reingekommen sind. Bei den Grünen sah es so aus, dass Leute, die eben eigentlich gar nicht damit gerechnet haben, ernsthafte Kandidaten zu sein, plötzlich im Gemeinderat sitzen. Und bei mir sah es so aus, dass ich eigentlich nur in den Gemeinderat wollte und aber plötzlich auch noch im Kreistag sitze. Genau, weil ich hier, das hat mich wirklich völlig schockiert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es überhaupt möglich wäre, dass ich plötzlich von Platz 15 auf der Gemeinderatsliste noch irgendwie so weit nach oben rutsche, dass das irgendwie relevant sein könnte. So. Genau, deshalb bin ich jetzt auch Teil dieser schönen Kreistagsfraktion und weiß nicht, ob ich jemals noch wieder zum Studieren komme, aber es ist total cool und spannend. Okay. Genau, jetzt ist noch die Frage, okay, jetzt bin ich gewählt, jetzt wisst ihr, wie ich gewählt wurde und was da so dran hing. Was kann man denn jetzt machen, was bedeutet das so und wie sieht es in der Praxis aus? Besonders interessant ist für mich, wie diese beiden Gremien, der Gemeinderat und der Kreistag, sich komplett unterschiedlich verhalten. Das eine liegt schon allein so an der Gender Balance und so im Gemeinderat ist es gut durchmischt. Im Kreistag haben wir jetzt zwar viele Grünen, die sind so ein bisschen durchmischt, Männer und Weiblein, aber man hat auch einen krassen Block aus CDU und Freie Wähler, die einfach mit 34 älteren Männern da sind, ohne eine einzige Frau. Und diese Männer haben halt alleine schon die Mehrheit und das, oder eine mögliche Mehrheit und das ist ziemlich krass, weil da ständig Entscheidungen getroffen werden, wo also es eine Mehrheitsentscheidung gibt, aber keine einzige Frau dafür gestimmt hat. Und das finde ich total, persönlich total krass, dass solche Entscheidungen getroffen werden, wo einfach nur ein Block von Männern sagt, wir machen das so. Und so der linke Teil, wo vielleicht auch ein paar Frauen dabei sind, muss gar nicht gefragt werden, weil wir sind zwar viele, aber CDU und Freie Wähler sind im Kreistag leider noch viel mehr. Genau. Ja, und in diesem Verhältnis, okay, jetzt kommen hier junge Frauen in so einen Laden, der eigentlich immer eher älteren Leuten und auch eher Männern vorbehalten war, führt immer wieder zu so lustigen Situationen. Einerseits sind alle sehr respektvoll zu mir, sagen, oh, es ist toll, dass du da bist. Und andererseits kommen immer wieder so Situationen, wo man das Gefühl hat, die können mich jetzt vielleicht, die können mich irgendwie nicht komplett ernst nehmen, so in meiner Rolle, wenn man so als junger Mensch kommt und sagt, hey, ich habe hier eine Meinung, ich weiß, oder ich bilde mir an zu wissen, wie es geht und ich sage das jetzt mal und nehme mich dabei genauso ernst, wie ihr euch auch nehmt und teilweise führt das zu sehr, so im kleinen menschlichen, sehr lustigen Situationen und manchmal spürt man, sieht man so durch die Wand der Höflichkeit so kleine Risse scheinen, so wo man halt merkt, dass man als junge Frau doch immer noch nicht immer ganz ernst genommen wird. Aber die Zeiten ändern sich. Jetzt war noch die Frage, ja, wie machen wir jetzt Klimaschutz lokal, was können wir da alles machen und ja, die globalen Probleme können wir nicht lösen, aber wir können natürlich vorangehen und das finde ich ganz spannend. Es gibt ja 1000 Dinge in der Stadt, wir haben schon eine relativ gute Fahrradinfrastruktur in Konstanz, aber da geht noch so viel mehr. Wir haben auch relativ coolen ÖPNV, aber man könnte ihn ja vielleicht auch mal fahrscheinlos betreiben und all diese Dinge geht es jetzt voranzubringen. Wir haben
zum Beispiel nur eine Schiene, die zum Konstanzer Hauptbahnhof führt, und da müsste jetzt irgendwann dringend mal Geld in die Hand genommen werden, um sich zu trauen, eine zweite Schienenverbindung in diese Stadt zu legen. Ja, ein anderes Ding, kleine Zeichnung da oben, ist jetzt, was vor kurzem beschlossen wurde, dass alle Veranstaltungen der Stadt oder die irgendwie von der Stadt gefördert werden, kein Einweggeschirr verwenden dürfen, sondern Mehrwegkonzepte brauchen. Dafür stellt die Stadt was auch zur Verfügung. Also man kann Müllvermeidung betreiben, man kann Parkplätze entfernen und stattdessen Bäume pflanzen. Man kann sich dafür einsetzen, dass alte Bäume, die es schon gibt, geschützt werden. Zum Beispiel diese da, gerade bedroht in Konstanz. Und man kann natürlich über Digitalisierung nachdenken. Das Problem bei Digitalisierung ist, darüber wird viel geredet und viel nachgedacht in der Kommunalpolitik. Es hat sich jetzt so durchgesetzt, wenn wir cool sein wollen, müssen wir irgendwie was Digitales machen, sonst werden wir irgendwie abgehängt. Scheint da so die Angst zu sein. Aber was man eigentlich machen will und was genau der Benefit davon sein soll, das ist noch nicht so klar. Und da ist finde ich sehr wichtig, dass ein paar Leute mal so einen Ton angeben und sagen, was ist unser Ziel, was wollen wir erreichen, wenn wir jetzt irgendwie Geld für Digitales ausgeben, und wie soll es sein, soll es wieder die kleine App sein, die wir auch noch hier in Konstanz betreiben und eigentlich aber keiner Bock hat, sich eine App für jede Stadt runterzuladen, oder ist eine übergreifende Lösung basierend auf Open Data, und da kommen die ganzen Jugend-Hack-Themen am Ende wieder rein. Ja, was man leider auch lernt: die Mühlen der Kommunalpolitik sind extrem langsam, und es ist manchmal frustrierend. Und gerade wenn man so ein Thema wie Klima hat, denkt man sich natürlich immer, es muss alles jetzt schnell gehen. Und deshalb ist mir ganz wichtig auch zu sagen, ich denke, wir brauchen beides. Wir brauchen Leute mit Visionen, die in Parlamente gehen, die sagen, ich habe was vor und ich will hier was erreichen. Aber man braucht auch die Leute auf der Straße, die alle erreichen. Und so den gesellschaftlichen Druck angeben. Genau, und zum Ende habe ich noch die Frage, ja, für euch vielleicht fühlt sich ja, oder das war so ein bisschen auch das Ziel von diesem Talk, vielleicht fühlt sich ja irgendwie jemand inspiriert und möchte auch mal einfach für ein Amt kandidieren und das einfach mal ausprobieren. Alle Ebenen der Politik können definitiv noch mehr junge Leute vertragen, sei es Kommunalpolitik, Länderebene, Bundespolitik. Überall sind wir unterrepräsentiert, und es wäre total cool, wenn noch mehr Leute sich einbringen und kandidieren, so wie meine Freundin, die jetzt aus der Schweiz für den Nationalrat kandidiert, und das finde ich total mutig. Auch wenn es vielleicht nicht funktioniert, ist ein starkes Zeichen. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke, Nina. Man kann Nina Röcklein unbedingt auch folgen auf allen möglichen Kanälen, wenn ihr wissen wollt, was passiert so, ne, bei dir und mit deiner Politik, Twitter, Instagram, was man so hat. Wir machen kurz einen Break und Dennis Ehren hier mit dem nächsten Talk. Vielen Dank.